Beginn des Livestreams verzögert sich aufgrund der Corona-bedingten Einlasskontrollen um wenige Minuten. Wir bitten um Verständnis.
Liebe Mitchristen, in dieser Stunde wird Bischof Dr. Rudolf Oderholzer 8 Diakone zu Priestern weihen. 5 davon für die Diözese Regensburg, 2 für die Propstei der Augustiner Chorherren in Paring und einen für das Oratorium des heiligen Philipp Neri in Aufhausen. Vor Beginn der Liturgie darf ich noch einige Hinweise geben. Wegen der Würde der Feier bitten wir Sie, auf das Fotografieren zu verzichten. Für die Feier ist ein amtlicher Fotograf bestellt. Über die Weihkandidaten können Sie Bilder erhalten. Bitte achten Sie auch darauf, dass Ihr Handy ausgeschaltet ist. Die gegenwärtige Pandemiesituation erfordert von uns das Beachten einiger Vorsichtsmaßnahmen. Halten Sie zu jeder Zeit den Mindestabstand von 1,50 Meter ein. Das Tragen einer FFP2-Maske während der gesamten Zeit ist obligatorisch. Das ausgeteilte Liedheft zum Mitbeten und Mitsingen nehmen Sie bitte nach dem Gottesdienst mit nach Hause. Wir möchten Sie informieren, dass der Bischof und die Weihkandidaten sowie die unmittelbar an der Weihe Beteiligten sich im Vorfeld einem Corona-Test unterzogen haben, sodass die Gefahr einer Übertragung des Virus im Zusammenhang mit den Weihhandlungen so weit wie irgend möglich minimiert ist. Die Kollekte kann aus hygienischen Gründen nicht während der Gabenbereitung eingesammelt werden. Wir bitten Sie deshalb, Ihre Gabe beim Verlassen des Doms in die bereitgestellten Körbchen zu geben und sagen dafür schon jetzt ein herzliches Vergelt's Gott. Unsere Feier beginnt nach dem festlichen Einzug mit dem Aufruf der Weihkandidaten. Hier bin ich. Mit diesen Worten werden Sie vor den Bischof treten. Ihr ganzer Weg bis hierher scheint darin noch einmal auf. Sie haben sich von Christus finden, von ihm nehmen und verwandeln lassen. Jetzt will sie der Herr ganz in seinen priesterlichen Dienst nehmen. Viele von ihnen waren Helfer und Begleiter auf diesem Weg. Deshalb bleiben unsere Weihkandidaten bis zur Weihe in ihrer Mitte dankbar für alle Begleitung und Ermutigung. Als von Christus ganz in Anspruch genommene, kehren sie nach der Feier zu ihnen zurück, um der Kirche in seinem Namen zu dienen. Um ihn versammeln wir uns jetzt. Betend wollen wir uns seinem Wirken öffnen.
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit euch. Liebe Schwestern und Brüder hier im Regensburger Dom und wo immer Sie mit uns feiern, verbunden per Livestream im Saarland, im Bistum Regensburg, in Konnersreuth wird die Feier, habe ich gehört, sogar in die Pfarrkirche übertragen. Wir sind in großer Freude versammelt, denn in dieser heiligen Feier werden uns 8 Neupriester geschenkt, 5 aus dem Bistum Regensburg, 2 aus der Gemeinschaft der Augustiner Chorherren von Paring und einer aus der Gemeinschaft der Oratorianer in Affhausen. Wir danken dem Herrn für diese Berufungen, mit denen er seine Kirche beschenkt. Und so grüße ich ganz herzlich zuerst die Weihekandidaten und mit ihnen ihre Eltern und Familien, den leiblichen und den geistlichen Familien, mit den Freunden, Wegbegleitern und Verwandten, soweit sie angesichts der begrenzten Zahl hier im Dom mitfeiern können. Aber es sind so viele, dass wir eine Viertelstunde Verzögerung haben mit dem Beginn. Schön, dass Sie alle gekommen sind. Danke für Ihre Geduld und danke auch für Ihre Disziplin unter diesen Corona-Bedingungen. Die Priesterweihe ist auch in diesem Jahr ein wenig anders. Wir bleiben noch ein wenig auf Abstand. Gott sei Dank, die gute Nachricht, unser Corona-Test war negativ. Und so können wir zumindest die zentrale Weihhandlung, die Handauflegung nach alter Tradition, der Ritus der Bestellung in das geistliche Dienstamt nach dem Ritus gut vollziehen. Auf manches andere werden wir leider verzichten müssen, aber wir feiern so gut und so festlich es möglich ist. Danke schon an dieser Stelle für die wunderbare Kirchenmusik und allen, die dazu beitragen, dass wir die Liturgie so feiern, dass wir spüren können, es ist nicht unser Machen, sondern das Wirken des Herrn. Gott, der Herr, beruft Männer in den priesterlichen Dienst. Er erhört die Bitten so vieler Beterinnen und Beter. Der Herr möge Arbeiter senden in seinen Weinberg. Die Gerufenen antworten großherzig mit ihrer Bereitschaft. Und nach Ausbildung und Prüfung macht sie der Herr selber durch die Hand des Bischofs zu vollmächtigen Kündern des Wortes und zu Ausspendern der Sakramente. Wir bitten den Herrn Regens, Monsignore Priller, den Hauptverantwortlichen für die Ausbildung, die Weihekandidaten nun aufzurufen und uns vorzustellen. Henrik Lukas Preuß aus Völklingen, Pfarrei Heiligkreuz in Warnt. Hier bin ich. Ramon Mario Rodriguez aus Hirschau, Pfarrei Mariä Himmelfahrt. Hier bin ich. Leonard Georg Martins Korzig aus Amberg, Pfarrei Heilige Dreifaltigkeit. Hier bin ich. Matthias Strätz aus Zeil am Main, Pfarrei St. Michael. Hier bin ich. Herr Patrick Eibel für die Propstei der Augustiner Chorherren der Kongregation von Windesheim in Paring. Hier bin ich. Herr Alexander Röse für die Propstei der Augustiner Chorherren der Kongregation von Windesheim in Paring. Hier bin ich. Pater Raphael Michner
für die Kongregation des Oratoriums des heiligen Philipp Neri in Aufhausen. Hier bin ich. Ehrwürdiger Vater, die heilige Kirche bittet dich, diese, unsere Brüder, zu Priestern zu weihen. Weißt du, ob sie würdig sind? Das Volk und die Verantwortlichen wurden befragt. Ich bezeuge, dass sie für würdig gehalten werden. Mit dem Beistand unseres Herrn und Gottes Jesus Christus, des Erlösers, erwählen wir diese unsere Brüder zu Priestern. Dank sei Gott und dem Herrn. Lasset uns beten. Herr unser Gott, du selbst leitest dein Volk durch den Dienst der Priester. Gib den Diakonen, die du heute zu Priestern der Kirche bestellst, die Gnade, deinem Willen treu und gehorsam zu bleiben. Lass sie durch ihr Leben wie durch ihr Amt dich verherrlichen in deinem Sohn Jesus Christus,
der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Schwestern und Brüder, die Liebe Christi drängt uns. Da wir erkannt haben, einer ist für alle gestorben, also sind alle gestorben. Er ist aber für alle gestorben, damit die Lebenden nicht mehr für sich leben, sondern für den, der für sie starb und auferweckt wurde. Also kennen wir von jetzt an niemanden mehr dem Fleische nach. Auch wenn wir früher Christus dem Fleische nach gekannt haben, jetzt kennen wir ihn nicht mehr so. Wenn also jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Aber das alles kommt von Gott, der uns durch Christus mit sich versöhnt und uns den Dienst der Versöhnung aufgetragen hat. Ja, Gott war es, der in Christus die Welt mit sich versöhnt hat, indem er ihnen ihre Verfehlungen nicht anrechnete und unter uns das Wort von der Versöhnung aufgerichtet hat. Wir sind also Gesandte an Christi Statt, und Gott ist es, der durch uns mahnt. Wir bitten an Christi Statt: Lasst euch mit Gott versöhnen. Wort des lebendigen Gottes. Ist Barmherzigkeit, bei ihm ist Erlösung in Fülle. Lobe den Herr, meine Seele, und alles in mir seinen heiligen Namen. Lobe den Herr, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Deine Schuld vergibt und all deine Gebrechen heilt, der dein Leben vor dem Untergang rettet und dich mit Huld und Erbarmen krönt. Ist
barmherzig und gnädig, langmütig und reich an Güte. Er handelt an uns nicht nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Schuld. Mein Herr ist Barmherzigkeit, mein Herr. Soweit der Aufgang entfernt ist vom Untergang, soweit entfernt er die Schuld von uns, wie ein Vater sich seiner Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über alle, die ihn fürchten. Sei in deinem Herzen und auf deinen Lippen, damit du recht und würdig sein heiliges Evangelium verkündest, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste.
Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit offenbarte sich Jesus den Jüngern noch einmal am See von Tiberias, und er offenbarte sich in folgender Weise. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er antwortete ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm: Weide meine Lämmer. Zum zweiten Mal fragte er ihn: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er antwortete ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm: Weide meine Schafe. Zum dritten Mal fragte er ihn: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Da wurde Petrus traurig, weil Jesus ihn zum dritten Mal gefragt hatte: Liebst du mich? Er gab ihm zur Antwort: Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm: Weide meine Schafe. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Mitbrüder im Bischofs-, Priester- und Diakonenamt, ehrwürdige Schwestern, liebe Mitglieder der Gemeinschaften in Paring und auf Hausen, liebe Eltern, Geschwister, Angehörige unserer Weihekandidaten, liebe Einsatzpfarrer, Praktikumsbegleiter, alle, die Sie heute gekommen sind, vor allem aber liebe Weihekandidaten. Der neue Präfekt der römischen Kleruskongregation, der südkoreanische Bischof Lazarus Yu, hat zum Beginn seines Amtsantritts mit einem Interview aufhorchen lassen. In die aktuelle Situation der Kirche hinein sagte er mit großer Klarheit: Ohne die Erneuerung der Priester gibt es keine Erneuerung der Kirche. Und es braucht heilige Priester. Vielleicht haben wir es zu lange verschämt verschwiegen. Das Zweite Vatikanische Konzil unterstreicht in einem zentralen Dokument in der Kirchenkonstitution Lumen Gentium und dort noch einmal in der Herzmitte die Berufung aller getauften und gefirmten Christen zur Heiligkeit. Und was für alle gilt, gilt umso mehr für die Priester. Damit, liebe Weihekandidaten, ist eigentlich gar nichts Außergewöhnliches oder Spektakuläres oder irgendwelche mystischen Phänomene gemeint.
sondern Treue im Gebet, tägliche ehrliche Gewissenserforschung, die Pflege der Freundschaft mit Jesus durch die Liebe zur Heiligen Schrift und natürlich die Feier der Sakramente, ein vertrauter Umgang mit den Heiligen der Kirche und die gewissenhafte Erfüllung der aufgetragenen Aufgaben, dazu aber auch die Bereitschaft, die eigenen Fehler und Schwächen zu erkennen, nicht an ihnen zu verzweifeln, mit Gottes Hilfe an ihrer Besserung zu arbeiten. Die Heiligen selbst sind es, die wissen, dass sie unvollkommen sind und dass ein gottgefälliges Leben immer ein Geschenk der Gnade ist, für die man sich freilich offen halten muss und worum man ringen muss. Als Vorbild wird uns allen voran der heilige Petrus vor Augen gestellt im heutigen Evangelium. Dreimal fragt ihn der Herr, liebst du mich? Beim dritten Mal spätestens, da ist es dem Petrus durch den Kopf geschossen. Ja, wie hatte ich den Mund so voll genommen, wenn alle dich verlassen, ich nicht. Und wie ihm der Herr vorhergesagt hat, noch ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Liebe Weihekandidaten, liebe Schwestern und Brüder, die Priester, die Bischöfe, ja schon nicht einmal die Apostel waren perfekt und in jeder Hinsicht untadelig. Die Evangelien sind hier sehr realistisch, zum Teil schonungslos. Dreimal fragt der auferstandene Herr, dreimal antwortet Petrus, und in seine Traurigkeit hinein, in seine Reue und Bekehrung hinein, kommt die neuerliche Sendung. Weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Und der Lukas-Evangelist überliefert uns das Wort des Herrn: Wenn du dich bekehrt haben wirst, Petrus, dann stärke deine Brüder. Das geistliche Dienstamt ist eine Berufung hinein in die je neue Bekehrung und in die je neue Bemühung, heilig zu sein, ganz zu sein, authentisch zu sein, an den Schwächen nicht verzweifeln, sie nicht zynisch in Stärken umdeuten, demütig daran arbeiten und auf diese Weise die Gnade wirken zu lassen. Liebe Weihekandidaten, liebe Schwestern und Brüder im Herrn, im Zusammenhang mit aktuellen Debatten in der Kirche um ihre Erneuerung ist viel von der Macht der Priester die Rede und der Notwendigkeit von deren Begrenzung und Kontrolle. Es ist dies eine für mein Empfinden oft irreale Debatte. Das Erste, was einem im alltäglichen pastoralen Dienst schmerzlich aufgeht und was auch ihr vermutlich längst erlebt habt, das ist eure Ohnmacht. Die Einsicht, dass das, was ihr entscheidend zu bringen habt, wozu ihr begeistern, wozu ihr bewegen wollt, das ist nicht durch ein Machtwort zu erzielen, nicht durch Machtworte zu erreichen. Weil es um die freie Annahme des Glaubens geht, sind nicht Machtworte gefragt, sondern Worte des Bekenntnisses, Worte des Zeugnisses, Worte der Glaubenserfahrung. Und das Allerentscheidendste, das, worum es euch in allererster Linie überhaupt gibt, sind gar nicht eure Worte, sondern es sind die Worte, die ihr in der Vollmacht Jesu und in der Kraft des Heiligen Geistes sprechen dürft. Eine Vollmacht, die euch geschenkt ist zum Segen für andere. Oder, wie es der Apostel Paulus in der Lesung heute sagt, wir bitten an Christi statt, lasst euch mit Gott versöhnen. Und die Worte der Einsetzung der Eucharistie, das ist mein Leib, mein Blut, oder ich spreche dich los von deinen Sünden. Keine menschlichen Machtworte, sondern euch anvertraute, geschenkte Worte in Vollmacht gesprochen, vermitteln sie die Gemeinschaft mit Gott und seine Gnade.
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, unter unseren Weihekandidaten sind zwei Absolventen des Gymnasiums in Fockenfeld, und in Konnersreuth feiert man heute mit besonderer Freude. Sie wissen vielleicht, dass mir den Weg geistig gesprochen nach Konnersreuth geebnet hat das Lebenszeugnis von Fritz Gerlich. Der mächtigste Medienmann, da stimmt die Rede von der Macht oft viel eher, der mächtigste Medienmann Bayerns in den 1920er Jahren, Chefredakteur der Münchner Neuesten Nachrichten, der Vorgängerzeitung der heutigen Süddeutschen, macht sich 1927 persönlich auf den Weg nach Konnersreuth, um dem vermeintlichen Schwindel auf die Spur zu kommen. Doch dieser kritische Geist kann keinen Schwindel entdecken, und er beugt sich der Einsicht: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Und es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, die bringen meinen kleinen Einmaleinsverstand durcheinander. Sie weiten meinen Horizont. In Konnersreuth empfängt Gerlich, der über dieser Begegnung katholisch wird, Glaubenskraft, Mut. Er durchschaut zunehmend klarer das gottlose Herrenmenschentum Hitlers. Und wenig später, kaum sind die Nazis an der Macht, wird er einer der ersten Blutzeugen im Kampf gegen Hitler. Ermutigt, gestärkt war Fritz Gerlich von einer Frau, die aus der engsten Verbindung mit dem Heiland Jesus und von der Eucharistie gelebt und die ihn 1931 zur Erstkommunion begleitet hat. Weil sie wusste, dass die Kirche gute und heilige Priester braucht, hat sie die Schule in Fockenfeld initiiert. Wir haben zwei Absolventen unter uns. Ihr, liebe Weihekandidaten, werdet fortan den Menschen dieses Brot vom Himmel reichen dürfen, das uns in Christus verwandelt und die Kirche baut. Das Brot, das uns ein Vorgeschmack für das ewige Leben ist. Das Brot vom Himmel, das wir uns nicht nehmen können, sondern das uns geschenkt wird. Der Priester, das Sakrament der Weihe, steht für die Unverfügbarkeit und den Geschenkcharakter dieser göttlichen Gabe. Danke an dieser Stelle nach Konnersreuth und in die anderen Heimat- und Praktikumspfarreien. Danke den vielen Beterinnen und Betern für ihr Zeugnis nach der Sehnsucht, nach der Eucharistie, ihrer Sehnsucht, nach dem authentisch gelebten und verkündeten Wort Gottes. Sie haben verstanden, was Kirche von innen und von ihrem Wesen her ist. Liebe Schwestern und Brüder, am Peter- und Paulstag, dem 29. Juni, der ja unseren Weihtermin auch in Regensburg bestimmt, am 29. Juni diesen Jahres werden es 70 Jahre her sein, dass unser emeritierter Papst Benedikt XVI. In Freising zum Priester geweiht wurde. Und wir senden auch von dieser Stelle herzliche Glückwünsche nach Rom zu diesem außergewöhnlichen Jubiläum. Fast auf den Tag genau vor einem Jahr durften wir erleben, wie er ans Krankenbett seines Bruders nach Regensburg geeilt war, um, wie sich wenige Tage später zeigte, gerade rechtzeitig zu kommen, um von ihm in dieser Welt Abschied zu nehmen auf ein Wiedersehen in der Ewigkeit. Benedikt war dabei im Priesterseminar zu Gast, und bei einer kurzen Begegnung hat er zu ihnen, den Seminaristen, auch gesprochen. Es gibt ein Gedächtnisprotokoll, das einer von ihnen aufgezeichnet hat. Ausgehend von unserer Anrede Heiliger Vater hat er davon gesprochen, dass die Kirche nicht eine Idee ist, auch nicht ein Konzern, sondern wie eine Familie, in der es hin und wieder auch einmal
Schwierigkeiten geben kann, aber eben eine Familie mit Vater und Mutter und Schwestern und Brüdern. Benedikt hat uns alle in seiner Hinfälligkeit und in seiner Liebenswürdigkeit zugleich tief beeindruckt. Benedikt hat auch wie kein Zweiter die Theologie und Spiritualität des Priesterseins reflektiert und dargestellt. Und ich möchte euch heute seine entsprechenden Aufsätze, Predigten und Betrachtungen als dauernde Wegbegleitung für euren priesterlichen Dienst ans Herz legen und mit auf den Weg geben. Liebe Weihekandidaten, eure Diakonatszeit, die unmittelbare Vorbereitung auf die Priesterweihe und auch die Zeit des Dienstbeginns fällt in eine Zeit außergewöhnlicher Herausforderungen auch für die Kirche. Für uns wird es heißen müssen, erst einmal die Herde wieder sammeln, bevor wir sie weiden können. Den Gruppen und Kreisen, vor allem den Kindern und Jugendlichen zu helfen, wieder auf die Beine zu kommen, den Verlorenen nachgehen. Papst Franziskus legt uns in diesem Zusammenhang immer wieder die ganz elementaren Aufgaben ans Herz im Blick auf die Jugendarbeit. Die Jugendlichen zur Heiligen Schrift hinführen, dass sie das Wort Gottes kennen und lieben lernen. Die Jugendlichen beten lehren, dass in ihnen die Gottesbeziehung und die Freundschaft mit Jesus wachsen können, dass sie ihre Berufung in der Welt und für die Menschen erkennen können. Die Jugendlichen führen, dass sie ein Herz, ein offenes, mitfühlendes Herz haben, auch für die Notleidenden. Das, glaube ich, ist jetzt in dieser Stunde der Kirche eine der vordringlichen Aufgaben, gerade für euch, bald junge Kapläne. Vom heiligen Augustinus stammt das Wort, das wir uns alle Zeit zu Herzen nehmen sollten. Du kannst nur das in anderen entzünden, was in dir selber brennt. Es ist die Erfahrung schon der Pädagogik. Nur wovon ich selber überzeugt bin und was mich begeistert sein lässt, das kann ich vermitteln, das kann ich weitergeben. Da werden andere sich dafür interessieren. Das gilt umso mehr von der Botschaft des Glaubens. Nur was in uns brennt, kann überspringen und begeistern. Deshalb eröffnen wir jetzt die Weihhandlung, die mit der Handauflegung ihren Höhepunkt und ihr Zentrum haben wird, mit der inständigen Bitte um den Heiligen Geist, dass sein Feuer in euch brennen und euren Worten Kraft und Wirksamkeit verleihen möge. Amen. Tröste dir die Herzen.
Liebe Brüder, bevor ihr die Priesterweihe empfangt, sollt ihr vor der ganzen Gemeinde bekunden, dass ihr diesen Dienst auf euch nehmen wollt und euer Leben lang erfüllen wollt. So frage ich euch, seid ihr bereit, das Priesteramt als zuverlässige Mitarbeiter des Bischofs auszuüben und so unter der Führung des Heiligen Geistes die Gemeinde des Herrn umsichtig zu leiten? Ich bin bereit. Seid ihr bereit, in der Verkündigung des Evangeliums und in der Darlegung des katholischen Glaubens den Dienst am Wort Gottes treu und gewissenhaft zu erfüllen? Ich bin bereit. Seid ihr bereit, die Mysterien Christi, besonders die Sakramente der Eucharistie und der Versöhnung, gemäß der kirchlichen Überlieferung, zum Lobe Gottes und zum Heil seines Volkes in gläubiger Ehrfurcht zu feiern? Ich bin bereit. Seid ihr bereit, zusammen mit dem Bischof im Gebet, das uns aufgetragen ist, Gottes Erbarmen für die euch anvertraute Gemeinde zu erflehen? Ich bin bereit. Seid ihr bereit, den Armen und Kranken beizustehen und den Heimatlosen und Notleidenden zu helfen? Ich bin bereit. Christus, unser hoher Priester, hat sich um unseretwillen dem Vater dargebracht. Seid ihr bereit, euch Christus dem Herrn von Tag zu Tag enger zu verbinden und so zum Heil der Menschen für Gott zu leben? Mit Gottes Hilfe bin ich bereit. Versprichst du mir und meinen Nachfolgern Ehrfurcht und Gehorsam? Ich verspreche es. Gott selbst vollende das gute Werk, das er in dir begonnen hat. Versprichst du mir und meinen Nachfolgern Ehrfurcht und Gehorsam? Ich verspreche es. Gott selbst vollende das gute Werk, das er in dir begonnen hat. Versprichst du mir und meinen Nachfolgern Ehrfurcht und Gehorsam? Ich verspreche es. Gott selbst vollende das gute Werk, das er in dir begonnen hat. Versprichst du mir und meinen Nachfolgern Ehrfurcht und Gehorsam? Ich verspreche. Gott selbst vollende das gute Werk, das er in dir begonnen hat. Versprichst du mir und meinen Nachfolgern Ehrfurcht und Gehorsam? Ich verspreche es. Gott selbst vollende das gute Werk, das er in dir begonnen hat. Versprichst du dem Bischof, in dessen Bistum du tätig bist, und deinen Oberen Ehrfurcht und Gehorsam? Ich verspreche es. Gott selbst vollende das gute Werk, das er in dir begonnen hat. Versprichst du dem Bischof, in dessen Bistum du tätig bist, und deinem Oberen Ehrfurcht und Gehorsam? Ich verspreche es.
Gott selbst vollende das gute Werk, das er in dir begonnen hat. Versprichst du dem Bischof, in dessen Bistum du tätig bist, und deinem Oberen Ehrfurcht und Gehorsam? Gott selbst vollende das gute Werk, das er in dir begonnen hat. Lasst uns beten zu Gott, dem allmächtigen Vater. Er schenke seinen Dienern, die er zu Priestern erwählt hat, Gnade und reichen Segen. Bitte für uns, heiliger Franz.
bitte für uns. Heiliger Pfarrer von Ars, bitte für uns. Heiliger Raimundus, bitte für uns. Heilige Katharina, bitte für uns. Heilige Theresia von Avila, bitte für uns. Heilige Theresia vom Kinde Jesus, bitte für uns. Heiliger Heinrich, bitte für uns. Heiliger Erhard, bitte für uns. Heiliger Emmeram, bitte für uns. Heiliger Wolfgang, bitte für uns. Heilige Anna Schäffer, bitte für uns. Seliger Liberat Weiß, bitte für uns. Seliger Paul Josef Nardini, bitte für uns. Seliger Eustachius Kugler, bitte für uns. Theresia Gerhardinger, bitte für uns. Alle Heiligen Gottes, bitte für uns. Jesus sei uns gnädig, Herr, befreie uns von allen Bösen, Herr, befreie uns. Herr, befreie uns von der ewigen Verdammnis. Herr, befreie uns durch deine Menschwerdung und dein heiliges Leben. Herr, befreie uns durch dein Sterben und dein Auferstehen. Herr, befreie uns durch die Sendung des Heiligen Geistes. Herr, befreie uns. Wir armen Sünder, wir bitten dich, erhöre uns. Schütze deine heilige Kirche und leite sie. Wir bitten dich, erhöre uns. Erleuchte unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Rudolf und alle Hirten der Kirche. Wir bitten dich, erhöre uns. Erfülle alle Glieder der Kirche mit der Kraft des Heiligen Geistes. Wir bitten dich, erhöre uns. Segne deine Diener, die du zu Priester der Welt hast. Wir bitten dich, erhöre uns. Segne uns, heilige deine Diener, die du erwählt hast. Wir bitten dich, erhöre uns. Segne, heilige und weihe deine Diener, die du erwählt hast. Wir bitten dich, erhöre uns. Gib allen Völkern der Erde Frieden und Freiheit. Wir bitten dich, erhöre uns. Erweise allen, die in Bedrängnis sind, dein Erbarmen. Wir bitten dich, erhöre uns. Stärke und erhalte uns in deinem Dienste. Wir bitten dich, erhöre uns. Jesus, Sohn des lebendigen Gottes, wir
bitten dich, erhöre uns. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Erhöre uns, Herr unser Gott. Erfülle diese deine Diener mit dem Heiligen Geist. Gib ihnen deine Gnade und die Vollmacht des Priestertums und bewahre ihnen stets den Reichtum deiner Liebe. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Wir preisen dich, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, und rufen deinen Namen an. Steh uns bei, du Ursprung aller menschlichen Würde, du Quell aller Gnaden. Alles, was du geschaffen hast, gedeiht allein durch dich und bleibt durch dein Wirken erhalten. Um dir ein priesterliches Volk zu bereiten, erwählst du in der Kraft des Heiligen Geistes Diener deines Sohnes Jesus Christus und ordnest ihren Dienst in den geistlichen Ämtern. Im alten Bund schon hast du Ämter und Dienste in heiligen Zeichen entfaltet. Mose und Aaron hast du bestellt, dein Volk zu leiten und zu heiligen. Zu ihrer Hilfe beim gemeinsamen Werk hast du Männer eines weiteren Dienstes und Amtes berufen. Auf dem Zug durch die Wüste hast du den 70 Ältesten vom Geist des Mose mitgeteilt, sodass er dein Volk mit ihrer Hilfe leichter zu führen vermochte. Den Söhnen Aarons hast du Anteil gegeben am hohen Amt ihres Vaters, damit die Zahl der Priester des alten Bundes genügte für die Opfer im heiligen Zelt, die nur Schatten und Vorausbild waren des kommenden Heiles. In der Fülle der Zeit hast du, heiliger Vater, deinen Sohn in die Welt gesandt, Jesus, deinen Apostel und hohen Priester, zu dem wir uns alle bekennen. Er hat sich dir dargebracht im Heiligen Geist als makelloses Opfer. Seine Apostel hat er durch die Wahrheit geheiligt und ihnen Anteil geschenkt an seiner eigenen Sendung. Ihnen hast du Gefährten zugesellt, die auf dem ganzen Erdkreis das Werk deines Heiles verkünden und vollziehen. So bitten wir dich, Herr unser Gott, schenke auch uns Bischöfen solche Gefährten und Helfer, deren wir bedürfen in unserem apostolischen und priesterlichen Dienste. Allmächtiger Vater, wir bitten dich, gib diesen deinen Dienern die Würde des Priestertums, erneuere in ihnen den Geist der Heiligkeit. Das Amt, das sie aus deiner Hand, o Gott, empfangen, die Teilhabe am Priesterdienst, sei ihr Anteil für immer. So sei ihr Leben für alle Vorbild und Richtschnur. Uns Bischöfen seien sie verlässige Helfer. In der Gnade des Heiligen Geistes bringe das Wort der frohen Botschaft durch ihre Verkündigung reiche Frucht in den Herzen der Menschen und es gelange bis an die Enden der Erde. Mit uns seien sie treue Verwalter deiner heiligen Mysterien. So wird dein Volk durch das Bad der Wiedergeburt erneuert. So wird es genährt an deinem Altar, so werden die Sünder versöhnt, so werden die Kranken gesalbt zu ihrer Heilung. Mit uns Bischöfen vereint, erflehen diese Priester, Herr, dein Erbarmen für die ihnen anvertrauten Gemeinden und für alle Menschen auf Erden. So werden die vielen Völker in Christus vereint. Sie wachsen zusammen zu einem einzigen Volk und werden vollendet in deinem ewigen Reiche. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Amen, Amen, Amen.
unser Herr Jesus Christus, den der Vater mit dem Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat, behüte dich, er stärke dich in deinem Dienst, das Volk Gottes zu heiligen und Gott das Opfer darzubringen. Unser Herr Jesus Christus, den der Vater mit dem Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat, behüte dich. Er stärke dich in deinem Dienst, das Volk Gottes zu heiligen und Gott das Opfer darzubringen. Jesus Christus, der Vater mit dem Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat, behüte dich. Er stärke dich in deinem Dienst, das Volk Gottes zu heiligen und Gott das Opfer darzubringen. Jesus Christus, den der Vater mit dem Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat, behüte dich. Stärke dich in deinem Dienst, das Volk Gottes zu heiligen und Gott das Opfer darzubringen. Christus, den der Vater mit dem Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat, behüte dich, er stärke dich in deinem Dienst, das Volk Gottes zu heiligen und Gott das Opfer darzubringen. Jesus Christus, den der Vater mit dem Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat, behüte dich, er stärke dich in deinem Dienst, das Volk Gottes zu heiligen und Gott das Opfer darzubringen.
Empfange die Gaben des Volkes für die Feier des Opfers. Bedenke, was du tust, ahme nach, was du vollziehst und stelle dein Leben unter das Geheimnis des Kreuzes. Empfange die Gaben des Volkes für die Feier des Opfers. Bedenke, was du tust, ahme nach, was du vollziehst und stelle dein Leben unter das Geheimnis des Kreuzes. Sei mit dir. Und mit dir. Der Friede sei mit dir. Und mit deinem Geist. Der Friede sei mit dir. Mit deinem. Der Friede sei mit dir. Und mit deinem Geist. Der Friede sei mit dir. Und mit deinem Geist. Der Friede sei mit dir. Und mit deinem Geist. Der Friede sei mit dir. Und mit deinem Geist. Musik.
lasst uns mit Lob seinem Angesicht nah vor ihm jauchzen mit Betet, Schwestern und Brüder, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Allmächtiger Gott, du hast die Priester berufen, dem Altar zu dienen und für dein Volk Sorge zu tragen. Das heilige Opfer erwirke ihnen deine Hilfe, damit ihr Dienst dir wohlgefällt und bleibende Frucht bringt für die Kirche. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie bei Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken. Deinen eingeborenen Sohn hast du gesalbt mit dem Heiligen Geist und ihn bestellt zum hohen Priester des neuen und ewigen Bundes. Du hast bestimmt, dass sein einzigartiges Priestertum fortlebe in deiner Kirche.
Denn Christus hat dein ganzes Volk ausgezeichnet mit der Würde seines königlichen Priestertums. Aus ihm wählt er in Liebe zu den seinen Menschen aus, die durch Auflegung der Hände teilhaben an seinem heiligen Dienste. In seinem Namen feiern sie immer neu das Opfer, durch das er die Menschen erlöst hat, und bereiten deinen Kindern das österliche Gastmahl. Deinem Volk sollen sie dienen in Werken der Liebe, es nähren durch das Wort und ihm Kraft geben durch die Sakramente. Ihr Leben sollen sie einsetzen für dich und das Heil der Menschen, dem Vorbild Christi folgen und dir ihren Glauben und ihre Liebe in Treue bezeugen. Darum preisen wir dich mit allen Engeln und Heiligen und singen vereint mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit. Du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott, heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden, tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit.
Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen, mit deinen Auserwählten, mit der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln und Märtyrern, mit dem heiligen Wolfgang und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Rudolf und die Gemeinschaft der Bischöfe. Uns, deine Diener, die heute zu Priestern der Kirche geweiht wurden, alle Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Dem Wort unseres Herrn und Erlösers gehorsam und getreu seiner göttlichen Weisung wagen wir zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen, und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Nickt einander freundlich zu als Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehest unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium. Ich bin alle Tage bei euch bis zum Ende der Welt, so spricht der Herr. Zum Kommunionempfang im Kirchenschiff darf ich Ihnen folgende Hinweise geben. Zu allen Mitfeiernden, die sich in den hellen Bänken im Mittelgang oder auf den Stühlen befinden, kommen die Kommunionsspender direkt an den Platz. Bitte zeigen Sie in entsprechender Weise an, wenn Sie kommunizieren wollen. Zur Austeilung an den beiden Ecken der Altarinsel bitten wir zunächst die Mitfeiernden im dunklen Gestühl
bankweise nach vorne zu kommen und über die Seitenschiffe wieder an ihren Platz zurückzukehren. Anschließend bitten wir die Mitfeiernden aus den hellen Bankblöcken im Querhaus reihenweise zum Kommunionsspender heranzutreten und ebenfalls über die andere Seite an ihren Platz zurückzukehren. Bitte halten Sie grundsätzlich immer den Mindestabstand von 1,50 Meter zueinander ein. Der Empfang der Heiligen Kommunion ist in der Messfeier derzeit nur als Handkommunion möglich. Bilden Sie mit Ihrer Hand einen Thron für Christus, indem Sie dem Kommunionsspender die flache Hand entgegenhalten, und warten Sie, bis die Hostie darauf zum Liegen gekommen ist.
Herr unser Gott, die heilige Gabe, die wir dargebracht und empfangen haben, schenke deinen Priestern und allen Gläubigen dein göttliches Leben, damit sie mit dir verbunden bleiben und treu sind in deinem Dienst. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Bevor wir nun den Segen unserer Neugeweihten, den Primitsegen, erbitten, ist es mir ein Anliegen, unseren neugeweihten Mitbrüdern von Herzen zu danken für ihre Bereitschaft und ihr großmütiges Ja. Zwei Neupriester werden sich ihren Weihtag besonders gut merken können, denn sie haben heute auch Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch den beiden. Ich gratuliere darüber hinaus allen anwesenden Priestern zum Weihjubiläum. Mit denen, die ein rundes Jubiläum feiern, werden wir auch im Dom in den nächsten Tagen einmal gemeinsam feiern. Gratulation den Priesterjubilaren, aber auch und vor allem denjenigen, die auch am heutigen Tag, dem 26. Juni, ihren Weihtag haben. Die Weihjahrgänge 2004 und 2010 waren die letzten. Es ist somit auch der Weihtag von Herrn Kaplan Dressel, der mir heute zum letzten Mal in dieser Funktion zur Seite steht und mich sicher durch die anspruchsvolle Weiheliturgie geführt hat. Danke für allen selbstlosen Dienst über 8,5 Jahre an meiner Seite und 6 Jahre bei meinem Vorgänger Kardinal Müller. Vergelt's Gott und Gottes Segen für die neue Aufgabe als Hauptabteilungsleiter für Diözesane Caritas. Danke auch allen, die beigetragen haben zu dieser würdigen Gestaltung, ganz besonders unseren Sängerinnen und Sängern und dem Herrn Professor Stoiber an der Orgel. Es ist schon fast wieder, wie es sich richtig gehört, und unsere Herzen konnten doch ein wenig aufgehen in dieser Feier. Und es soll ja auch ein Rückenwind sein für unsere Neupriester, deren Segen, deren ersten priesterlichen Segen wir nun erbitten. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Der Name des Herrn sei gepriesen. Und unermesslich Ewigkeit. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Der Herr, der erschaffen hat. So segne und behüte euch auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria, des heiligen Wolfgang und aller Heiligen, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Dank sei Gott dem Herrn.